So, YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Geotastic. So sieht's aus. Wir spielen eine ganz normale Runde. Custom Local Game. Und ich würde sagen, dann wieder das Preset wie immer. Und wir haben hier 5 Runden, unendliche Zeit. Alles eingestellt wie immer und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. 30.000 Punkte, wie gesagt, in den 5 Runden können wir kriegen, will ich kriegen und ich würde sagen, Chile war eigentlich ganz cool gestern Abend noch. Vielleicht landen wir da ja nochmal heute. Oh ne. Eine Wiese mit alten Campingwagen. Bjarne Pedersen. Okay, ich würde auf jeden Fall Dänemark ins Auge fassen. Bei Bjarne Pedersen. Erst hätte ich Osteuropa gedacht, bis ich den Namen gelesen habe. Oder Niederlande. Da ist ein orangenes Kennzeichen. Das könnten Niederlande sein. Nee, ist kein ganz oranges Kennzeichen. Ist blau, gelb, weiß. Aha, aha. Ventilation. RH Ventilation. Das Haus ist weiß. Also auch nichts Besonderes. Und das ist eine sehr... Was ist mit dem Pferd los? Steckt das mit dem eigenen Kopf im eigenen Körper? Okay. Wow. Also, das ist mal ein schlecht zusammengestecktes Google-Bild. Das sieht aus, als ob es den Kopf im eigenen Arsch stecken hat. Yo. Autsch. Das hätte ich jetzt heute nicht sehen müssen. Auf jeden Fall sehr flach. Also irgendwo Norden, Dänemark, Niederlande in die Richtung trifft das schon ganz gut. Aber hier ist nicht eine Erhebung. Eigentlich schon verrückt, nicht, dass das Land so eben gerade von der Natur geformt wurde. An manchen Stellen ist schon echt interessant. Und wir sind in Listrup. Und das ist ein dänisches Zeichen. Listrup nach Eskilstrup und Oslev. Okay, wir haben aber keinen größeren Angaben weiter. Ich weiß nicht, ob Illistruslev so groß ist und Orslave, die sind so dicht dabei. Und auch unser Dorf werden wir wahrscheinlich nicht sofort sehen. Tingstedt. Das gute alte Tingstedt. Wer kennt's nicht? Ja, ich glaube, das bringt nichts, wenn ich hier auf der Karte Tingslet suche und die anderen Sachen. Elextrop und Oslev. Vor allem, wenn ich nicht weiß, wie groß die sind. Irgendwelche Kommunen. Ostertraf. Aalborg. Links oder rechts? Richtung 2 und das andere ist 9 Kilometer weg. Dann fahren wir erstmal zu dem Dorf, was 2 Kilometer weg ist. Ich glaube, das macht ein bisschen mehr Sinn, nicht wahr? Und vielleicht kriegen wir ja unterwegs noch Hinweise. Horreby.
Okay, also die beiden Orte gehen sogar ineinander über. Oh, richtig geile Reetdachhäuser. Auch mit so altem Buntglas noch. Also sie sind wirklich alt, alt. Nicht nur tun so, als ob alt. Weil Buntglas kriegst du heutzutage gar nicht mehr. Nicht einfach verglast auf jeden Fall. Und wenn, dann ist es unbezahlbar. Und das sah schon sehr alt aus. Okay, also Osley ist wirklich nur ein Haus. Das ist ja wow. Da werden wir nicht viel mehr Hinweise kriegen. Gut, die Sache ist, die in die andere Richtung hätte auch eine Autobahn sein können. Die Frage ist eher, wo ist hier Autobahn, größere Straße, wo irgendwie der nächste große Ort dran steht? Ich will jetzt nicht 80 Minuten in Dänemark verbringen. Und da haben wir eine große Straße. Wunderbar. Nach die 271, nach Stumpenkobbing und Radweg 45. Müdigkeit setzt ein. 275, da auf der Insel müssen wir irgendwo sein. Da haben wir sie. Und das Horreby. Okay. Und das Stumpenkobbing. Sehr gut. Das Elekstrup. Und das Onslev. Und Ostrup. Okay. Gefunden. Dann gehe ich zurück. Wie hieß unser Dorf? Das muss ich nochmal abchecken. Tingstedt. Richtung Listrup. Tingstedt Richtung Tetstrup. Tingstedt habe ich. Und jetzt brauche ich noch Listrup. Das Listrup. Oh, scheiße. Listrup ist einfach nur mitten im Nirgendwo. Okay, aber die haben ja Straßennamen hier wahrscheinlich. Ah, wir standen irgendwo im Nirgendwo. West-Ost gegen unsere Straße. Ja, shit, die geht die ganze Zeit West-Ost. Frage, waren wir schon in Listrup? Ist das hier Listrup, diese drei Häuser? Oder sind sie es nicht? Ich würde mal sagen, ja. Haus Nummer 12. Ich habe kein Ortsausfahrtsschild gehabt, ne? Ah. Okay, auf jeden Fall drehen wir uns nach Süden. Okay, wir sind nach Süden gegangen. Vorhin. Interessant. Da sind die Pferde, die ineinander stecken. Süden, 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 Süden. Und dann fahren wir nach Osten. Hier stehen nirgendwo Straßennamen dran. Also Ost, Süd, Ost fahren wir. Es gibt links und rechts immer gar keine Abzweigung, außer wenn man fährt auf dem Gelände. Und dann geht's wieder nach Süden und dann sind wir im Listrup. Okay. Das heißt, dann kommen wir auf die. Ich check die Straße ab. Listrup Way. Ja. Das hätte ich mir auch so denken können. Galhusen Way. Okay. Dann kommen wir irgendwo hierher. Wir fahren Osten, Süden, Osten und dann sind wir schon da. Müssten wir eigentlich auf den Hannover Way sein? Oder kurz davor? Das heißt, wenn wir in die Richtung fahren, nach Westen,
müssten wir eigentlich da hinkommen. Wir haben eine Rechtsabzweigung bei uns. Das könnte eingezeichnet sein. Und viel Spaß beim Radfahren, Lightro. Eine Rechtsabbiegung, noch mehr Pferde. Die haben so viele Pferde hier. Und dann machen wir nur eine Kurve. Das ist hier keine Namen der Straßen. Also da können wir nicht stehen. Macht keinen Sinn. Wir fahren nach Listrup und wir kommen von hier. Ich meine, das könnte jetzt das gewesen sein gerade. Dieser kleine Schwung. Ich soll nochmal im Moment sagen, dass du in der Nähe bist. Wenn er auftaucht, das werde ich natürlich tun. Wer Nachrichten hat, ich übermittle sie gerne. Hier Novevey. Okay, da sind wir. Die Frage ist, wo stehen wir halt jetzt? Auf diesem Weg. Das ist Kaka. Also wir haben Rechtshäuser. Es könnten die beiden zum Beispiel sein. Eine so eine Scheune. Nee, das können die hier sein, nicht? Das, hier, das sind die. Das heißt, da müssten aber noch mehr Häuser sein. Und wir haben eigentlich nur... Da steht doch sogar Galfuseway. Okay, man muss nur lesen können. Wir stehen direkt vor dem Schild. Der anderen Seite... Oh, da stehen sogar die Hausnummern. Ja, das ist ja praktisch. Wir haben hier Hausnummer 12 und da ist die 15. Okay, wir stehen auf jeden Fall bei der 15. Und die 15 ist östlich von uns. So, ich sehe nur die 19 nicht. Die 19 scheint es nicht mehr zu geben oder gab es noch nicht auf diesen Bildern. Sieht auch alles hier eher runtergekommen aus. Sogar boah, ein Haus mit Auto und Boot, alles zerfallen. Oh, so schade. Ich kaufe es euch für $20 ab. Hier steht leider nicht dran, welche Hausnummer. Das muss ja dann die 21 sein. Ja, das heißt auch, das neben uns... Ah, okay, das ist gebaut worden, nicht? Das ist ein Baugrundstück. Das heißt, da stehen wir vor. Die Frage ist nur, wie weit? Also wenn wir die Hälfte nehmen, sind wir da, glaube ich, ganz gut. 8,79 Meter! Erste Runde sehr erfolgreich, aber ein bisschen zu lang gebraucht. Vielleicht sind wir in der zweiten Runde schneller. Und wir sind in, ja, Niger oder Nigeria. Wir haben Follow-Car. Dumava Primary School, das ist schon mal nicht schlecht. Da haben wir auf jeden Fall schon mal eine Landmark auf der Karte dann. Und wir sind in der größeren Ansiedlung. Anur Communication, Unlocking Download Flashing Center. Haben mehr technisches Verständnis da drüben als manche in Deutschland. Oh mein Gott, ein Handy. Was? Man kann damit bezahlen? Nein, ich habe Angst. Okay. Hab halt Angst vor einem Handy, was bezahlen kann. Ich verliere meine Freiheit. Weil du mit dem Handy bezahlen kannst? Na gut. Medicine Store. So, und da haben wir ein Schild. Komm, da steht doch was drauf. Daura Katsure Babura Kunya. Tja.
Glaub nicht, dass die so groß sind, dass die irgendwie auftauchen werden. Kunja. Daura könnte größer sein. Usau sehe ich. Ich würde schon eher den nördlichen Teil ins Auge fassen, auf jeden Fall. Dikwa, Boswa, Suro, Jäger, Sokoto, Suru. Suntau. Duzinma. Ingwer. Saria. Dutze. Ja, ich glaube, wir brauchen mehr Hinweise. Auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Ich speichere das mal ab, wenn wir ungefähr wissen, in welcher Ecke wir sind. Vielleicht finden wir noch den Start heraus. Dann könnten wir das herausfinden. Oder auch gebrauchen, besser gesagt. KN17. Wir haben auf jeden Fall Rechtsverkehr, also nicht Südafrika. Und die A2 ist hier. Eine A2. Okay. Okay, Kano. Ja. Das sehe ich. 17 Kilometer. Okay, dann habe ich ja die Ecke jetzt. Da war sogar schon der Mauszeiger, nicht? Saria. Hatte ich auch gelesen. Ist aber 178 Kilometer weg. Da unten. Das heißt, das ist nach Süden. Das heißt, wir sind irgendwo hier nördlich 17 Kilometer weg. Also irgendwo hier in dem Rahmen. Entweder bei Sikrai oder... Na. Okay, das ist schon mal sehr gut. Das ging schnell. Schneller als in Dänemark. Und... nördlich kommt Dambatta als nächstes bei uns. Dambatta, okay, dann sind wir genau im Babaruga oder Remi. So, und wir hatten ja eine Schule beim Start. Vielleicht hilft die uns. Ich guck nochmal. Es geht nach Daura. Um Kunja geht das rum. Wenn wir Kunja vielleicht sehen würden. Das wird aber auch nur so ein Vorort-Ding sein. Wenigstens wissen wir, dass wir auf der A2 sind. Obwohl es nicht wie eine A2 aussieht. Kunja, da. Dann sind wir genau an der Ecke hier. Bei Zamiri Ziri in Domava. Was anderes kann ja gar nicht sein, aber Domava war doch eben... Ah, nee, Dambatta war weg, nicht? Wir können in Domava sein. Hier war auch, glaube ich, Domava Primary School, oder? Hieß das Ding. Ich gehe nochmal an den Start. Das war ja direkt am Start. Wo war das Schild? Hier, das weiße Schild, glaube ich. Nee, da auf dem gelben Stand. Domava Primary School. So, wenn wir die sehen. Und die liegt Richtung Süden von uns aus gesehen. Und das liegt auch Richtung Süden. Ah, die ist nicht eingezeichnet. Doch, da. Domava Primary School. Da kommen wir hin. Das heißt, wir stehen irgendwo da. Also, das ist die Schule. Das sind die Gebäude hier. Wir haben hier nur keine Straße. Das ist so ein Problem, dass die vielleicht nicht eingezeichnet sind. So, hier ist schon die Schule. Hinter der Schule geht halt so ein Weg lang. Das könnte der hier sein. Aber man kommt nicht auf ihn rauf.
Okay, hier wird die finale Abmessung auf jeden Fall schlimm. Nach Osten geht eine Straße. Und dann geht sie nach Norden. Also eigentlich macht die so. Das könnte eher die sein. Man kann leider nicht reinfahren. Die Frage ist halt, haben die einfach ein Haus in den Weg gebaut und was ist hier wirklich Straße? Da, das könnte die Straße sein. Das könnte die sein, nicht? Das heißt, der müsste hier gegenüber auch noch mal eine sein. Naja, das ist irgendwie... Hier ist Mais oder was bauen die hier an? Sieht auf jeden Fall nach Mais aus. Und da sind wir auch schon raus dann. Also dann würde ich fast sagen, stehen wir hier. Das ist halt nicht ganz von der Straßenführung. Kommt hier nochmal eine nach links? Ja, kommt sie. Ich meine, ob die Straßenführung hier so passen ist, sei mal dahingestellt. Macht's halt nicht leicht. Auch die Gebäude, die helfen halt nicht. Welche Gebäude sind eingezeichnet, welche nicht? Ich würde für die Punkte so ein bisschen mehr in die Richtung gehen, falls ich dazwischen stehe. Wow, da stehen wir. Hä, wie? Die liegt südwestlich von uns. Und da sind wir nach Süden hingefahren. Hä? What? Die Schule liegt südlich. Und die Kreuzung liegt auch südlich. Da kann der Startpunkt nicht passen. Ah, das ist ärgerlich. Weil hier kommt ja erst die Schule. Also, und wenn wir hier wären, dann müsste ja die große... Okay, der Punkt passt nicht. Oh, ist das ärgerlich. Also wir haben den richtigen Punkt, aber das Spiel sagt, wir sind nicht am richtigen Punkt. Aber nicht, also diese große Straße ist hier halt einfach nicht. Die kommt viel, viel später. Und sie ist auch nicht, also sie müsste ja direkt nördlich bei uns sein. Also, und das war sie nicht. Okay, das ist scheiße, sowas. Also entweder wurde alles umgebaut. Das kann natürlich sein, dass die Häuser weggerissen haben. Dann habe ich aber auch keine Chance. Nicht? Also ich starte ja hier. Und hier ist sicher nicht die große A2-Abfahrt nach Kunja. Die war südlicher. Ja gut, da hätte ich nichts machen können. Ein Punkt verloren. Wie viel südlicher? Ah, ich hätte 116 Meter. Ja, aber... Ah, das ist doof. Oh, das macht keinen Spaß. Das demotiviert, wenn sowas so schlecht ist. Ich meine, die werden doch auch nicht die Schule einfach versetzt haben. Und die Schule kann nicht auf einmal nordöstlich sein. Nordwestlich, obwohl sie südwestlich lag. Und die ist auch nicht falsch eingezeichnet. Das Gelände passt sehr, sehr gut. Und die Straße gibt es hier nicht. Also. Das mit dem Feld hier links, rechts passt schon sehr gut. Also an sich, naja, gut. Was soll ich machen? Das Spiel gönnt uns nicht die volle Punktzahl. Und wir sind in Deutschland gelandet. Oder Polen. Deutschland. Wahrscheinlich Ruhrgebiet oder Berlin. Nee, ist nicht Berlin. Das können wir schon mal ausschließen. Wir können hier nicht weiterfahren. Kfz-Sachverständiger Tuchelt. Aha, 24 Stunden verfügbar. Mhm.
Burchard Führer, Baumi zum Leben, Bäume zum Leben oder Räume. Baumi zum Leben. Golfpark. Naja, das ist wichtig. Ein Golfpark ist wichtig zum Leben. We Icos. Müssen neue Bilder sein, was? 2023, ja. Wird Bad Fliese Profi Elektro Gruppierer. Da steht was. Schimmer Roßlau? Schimmer Roßlau. Könnte da stehen. Aber kann sein, dass die daherkommen. Ha, 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 ha. Ich weiß auch nicht, wo Roßlau jetzt liegt. Aber in der großen Stadt starten ist gut, nicht? Da finden wir auf jeden Fall irgendeine Straßennummer, Bundesstraße. Dann kann man das schon ein bisschen besser eingrenzen. Da vorne zum Beispiel, da kommen wir leider nicht hin. Wäre aber hilfreich gewesen. Aber hier geht es anscheinend auf eine Autobahn rauf. Das ist ja genau das habe ich gesucht. Das Schild ist abmontiert. Wow. Danke für nix. Ne, geht nur über eine Brücke. Und die geht leider nicht auf eine Autobahn, sondern über Schienen. Ah, schade. Ich dachte, da geht's hoch, um dann auf die Autobahn raufzufahren. Aber, ah, da haben wir ein Schild, was nicht abmontiert wurde. Magdeburg! Also Brandenburg hätte ich jetzt nicht im Verdacht gehabt oder Sachsen-Anhalt. Und die liegen ungefähr nördlich. Oh, über der 184, das wäre hier. Dann könnten wir in Zerbst sein. Acken. Oder wir sind halt da drin. Oder in so einem Vorort. Aken. 184 hört hier auch auf. Und hier sind auf jeden Fall Schienen. Das heißt, wir könnten schon wirklich hier irgendwo stehen. In Gommen. Was ist mit Aken? Klein-Kühnau. Hier wäre Luftsportverein Zerbst. Wir suchen Klein-Kühnau. Das Alten. So weit unten sind wir. Oh. Dessau, Roßlau. Okay. Das macht doch Sinn. Das stand dran auf jeden Fall. Und da ist Aken. Und Aken geht nach Westen. Das heißt, irgendwo hier. Und wir sind über eine Schiene gefahren. Hier gibt es sehr viele Schienen. Und das sieht doch aus wie die, wo wir vorbei sind. Das heißt, wir stehen Golfpark Dessau in der Diesdorfer Straße und haben's. Jetzt gucken wir uns noch den Straßennamen an. Köthenauer Ecke Diesdorfer passt. Jetzt ist die Frage, wie weit drin? Drei Häuser. Beziehungsweise die beiden Häuser auf jeden Fall. 1, 2. Und wir stehen beim dritten vor der Garage. Das wäre hier. Bingo, bongo. 1 Meter. So kann's laufen. Das war mal eine schöne Runde. Und damit geht's in Runde 4. Wir sind gerade heute gut dabei. Und ich würde sagen, das könnte doch Norwegen oder Schweden sein. Oder vielleicht hier oben Osteuropa hoch, bei Tallinn oder so. Und wir kommen, nee, dürfte Schweden sein, auf eine relativ große Straße, das ist gut. Und ich werde mich wieder zu 50-50 für die falsche Richtung entscheiden und in die Pampa fahren, anstatt direkt
auf den Hinweis, der wahrscheinlich im Rücken gewesen wäre, wenn ich einfach mich einmal umgedreht hätte. Okay, lesen kann man hier nichts, darf man nicht. Google sagt nein. Aber hübsche Gegend auf jeden Fall. Aber ich würde nicht gerne im Winter hier sein. Aber im Sommer, Frühling sieht das hier bestimmt echt schön aus. Alte Gutshäuser. Ein schöner See, also ich sag mal so, für geschenkt als Ferienhaus würde ich es schon nehmen. Wir brauchen Hinweise. Ich wüsste gar nicht, was ich hier brauche, eigentlich auch Straßennummer, oder? So von der Gegend wirkt das auf jeden Fall nicht sehr nördlich gelegen. Wir haben Bäume. Das sieht auch recht warm aus. Da wären Straßennamen, aber geblurrt. Ich dachte kurz, da ist ein Vogel oder sowas abgestürzt, so ein Geier, aber ist anscheinend auch nur eine Baumwurzel. Ist relativ flach, die Ecke, an der wir sind. Das ist schon mal gut. Bauarbeiten. Wir machen die Straße neu. Lass mich durch, ich bin Arzt, ich darf zuerst. Oh. Panzernäs. Das erste, was wir lesen. Panzernäs. Kann doch kein Mensch aussprechen. Wer soll da wohnen? Dadurch, dass sie die Straße hier neu machen, sind auch wahrscheinlich die meisten Schilder abmontiert. Das ist natürlich auch blöd. Jetzt fahren wir wieder quasi auf der Parallelseite zurück. Ich fahre doch im Kreis zurück, oder? Das ist ja echt merkwürdig. Immer um den Wald rum. 3 Meter, um dann wieder zurückzuführen. Hä? Also sinnvoll ist auf jeden Fall anders. Ein See haben wir noch. Der ist auch mickrig, oder? Ah, groß ist er nicht, aber zum Fischen und Entspannen wahrscheinlich ausreichend. Und ab in die Kurve. Oh, ich wollte hier die schnelle Runde machen. Und wir fahren jetzt hier irgendwo im Nirgendwo durch die Pampa-Dörfer. Da steht wieder Parangäs dran. Ja, ich will aber kein Käse.
Lass mich endlich durch. Bau eine Information. Die Straßen sind echt verwunden und geschlungen. Wie sagte man, wenn man, wenn das Näschen kribbelt, dann kriegt man eine drauf, oder? Oh, ganz schlimm. Die Härchen innen drin sind so am Kribbeldibbeln. Ah, da haben wir was, oder? Da stand nur Stopp. 0,1 Kilometern, schade. Ich dachte, da stand irgendwas. Aber da stand nichts. Steht hier eine Straßennummer, das wäre hilfreich. Straßennamen hätten wir. Ein Ortsname, da. Möckelgräs und Bolsterholm. Da kommen wir also her, aber ob das uns hilft, wahrscheinlich nicht. Also wir wissen auf jeden Fall, wir kommen aus der flachen Ecke und hier ist überall flach. Tja. Bolsterholm. Oder Möckelgras. Möckelgras müsste man ja eigentlich gut sehen können. Hätte ich zumindest gedacht. Linköping. Lofthammer. Wimmerby. Höxby. Dass wir hier auf so einer Insel hocken. Checken wir die erstmal ab. Möckelgras. Bolsterholm. Ne, okay. Dann können wir die ausschließen. Da unten ist Soren, das würde man erkennen. Hügnernäs. Dachte gerade, Gräs. Steinicke. Grimseth. Ich glaube auch, wenn, sind wir auf Festland, oder? Nicht auf so einer kleinen vorgelagerten irgendwas. Na, aber die sind wahrscheinlich zu klein, die Orte, um sie wirklich zu finden. Also müssen wir schon Glück haben und sagen, ah, da sind sie und dann zoomen wir ran und dann haben wir sie. Aber ich meine, so wie man hier ranzoomt, gibt es halt immer noch mehr kleine Orte, die auch im Nirgendwo sind. Gammelholm, Blommerberg, Hessierberg. Okay. Wir wissen zumindest, Bobs, da würde es hingehen. Steht irgendwo hier eine Straßennummer. Lopi Secondhand Shop. Bushaltestelle 90 ist hier erlaubt. Wir fahren weiter nach Westen, oder? Das sieht aus, als ob hier ein Meer kommt. Östergeta. Ja. Oh, da war die Nummer. Da ist er doch gewesen. Die 4. Sehr schön. Und die 4 in Rot sagt mir, wir sind nicht da. Dann sind wir hier. Krass. Zwei. 13. 16. Oh no, das ist wieder, die 4 ist wieder so eine kleine Straße irgendwo im Nirgendwo. Oh Mann. 2, 7, 6. 6. 14, 6, 6, 6, 9. 9. 5. Wahrscheinlich eine der E-Dinger. Ja, hier, die E75 ist die 4. Okay.
Warum sie da nicht E75 ranschreiben? Jetzt ist die Frage, auf welcher Höhe? Finnland ist auch jetzt nicht so bergig. Ob unser Gründing dran steht? Hier gibt es auch echt viele kleine Ortschaften. Heißt die weiterhin 4? Ja. König Kangas? Klingt auf jeden Fall gut. Huikala Kakla? Komm, wir sind Runde 4 von 5. Es muss jetzt klappen. Ich brauche ein Ergebnis. Wir haben noch eine Runde. Und hier wäre Ende. Hier wirst du zur... Okay, die geht weiter. Die 8 und die 4, aber die 4 geht weiter als E8. Boah, ist das scheiße. Na, hier sieht man es mal. Boah, Kalmar und bla bla bla, Grüngras. Und hier geht's wahrscheinlich wieder ab, das wird zur 8. Hier zur 29 und du wirst zu 4 weiter, oder? Ja, habe ich mir fast gedacht. Lammaskottchen, Motola. An so einem großen Gewässer sind wir aber gar nicht dran. Das wäre mir aufgefallen. Bin fast falsch abgebogen. Das Land zieht sich halt echt lang hin. Aber so weit oben würde ich nicht sagen, dass wir sind. Wenn es jetzt kommt, wäre komisch gewesen. Okay, aber die 4 geht einmal durch, nicht? Blablabla. Das ist also die 4 hier. Okay. Hilft mir nicht, Ortsnamen zu klein. Wir brauchen größere Ortsnamen. Am besten die nächstgrößere Stadt oder sowas. Ich meine, Busse fahren hier ja. Und das ist ja nur die halbe Miete, nicht? Dann wissen wir ungefähr, wo wir sind. Aber wir sind ja auch erstmal eine Weile gefahren, um auf die Straße zu kommen. Ah, wir hatten See bei uns. Das könnte helfen. Wobei es hier wahrscheinlich überall Seen gibt. Westergeta. Und Östergeta. West- und Ostgeta. Ah, aber wenn die so eng aneinander liegen, die werden hier nicht auftauchen. Östgeta und Westgeta. Ah, die liegen halt direkt auf der Straße, was gut wäre.
Sehe ich zumindest nicht. In den Zoom-Stufen, wo wir wirklich gucken können. Ein Scheiß, sage ich euch. Ein Scheiß. Wahrscheinlich sind wir dichter in der großen Stadt, als ich denke. Dadurch, dass hier echt viele Busse fahren. Straße ist gut ausgebaut. Wer ist der Ort hier? Ah, nochmal Östergeter. Ja. Seitenstraße dahin. Immer noch die 4. Hätte mich auch gewundert, wenn die Straße sich ändert. Da haben wir Schilder. Immer noch Wösterhum und Möckelgras. Ja, das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. Was haben wir hier? Oh, ich bin zurückgefahren. Oh, er hat mich irgendwo umgedreht. Oh, ich dachte, mein Gott. Oh, ich hasse es. Dann fahren wir jetzt in die Richtung. Nach Osten, Südosten. Wenn man nicht genau jede Sekunde auf den Kompass guckt, ist man hier verloren. North Track. North Track, die 4. Ich meine, wir haben alles, nicht? Wir haben Straßennamen, wir haben den Ortsnamen, wir haben die Ecke, wir haben hier sogar Pennegras oder wie das hier heißt. Die Region und so. Ah, gut. Bus hilft nicht, der verschwindet im nächsten Bild. Das sah aber aus eher wie dieser Bus, der hier wirklich die Haltestellen anfährt. Okay, wir liegen höher ein bisschen. Das ist schon mal gut zu wissen. Und da ist eine Finström. Okay. Und hier ist Geta. Okay, wenn wir jetzt Finström und Geta finden, dann haben wir doch schon mal was. Achso, und die können ja nur an der 4 liegen. Das heißt, ich muss gar nicht so riesig rumgucken. Das heißt, ich muss eigentlich nur bei der 4 erstmal Mittelfinnland gucken, wo die Abgrenzungen sind. Okay, also Mittelfinnland ist wahrscheinlich groß und mittig. Nordstötterbotten kann es auch nicht sein. Bikini-Botten. Bikini-Botten. Da fahren die Tottenhotten. Was haben wir hier? Lappland. Also Lappland. Wahrscheinlich ist das wirklich nur eine Subkommune. Das ist natürlich blöd, wenn das nicht der richtige Landkreis dann ist. Ah, wird er nicht sein. Ich glaube, nach Lappland kommt auch nicht mehr viel, oder? Ah, Lappland ist Lappland. Wow. Ja, Finnland hat ja viele Regionen. Mittelfinnland, Lappland und das war's. Wow. So, Geta. Könnte Geta irgendwo bei einer Stadt, die Geta heißt, liegen? So ist es zumindest in anderen Ländern. Oder was haben wir hier? Finström. Es
klingt wie im Fluss Finström. Hilft nicht. Ich weiß auch nicht, wo Finström ist. War noch nie in Finnland. Werde ich wahrscheinlich auch in meinem Leben nicht mehr hinkommen. Oh Mann. Aber da kommen Häuser. Vielleicht gibt's eine Abfahrt irgendwo hin. Wie heißt das hier? Westrensk. Auch nicht gelesen. Eine Karte oder so hängt hier nicht zufällig. Was kostet uns die schöne Zeit? Wir hatten so gute Runden. Gut, den einen Punkt, den wir verloren haben bisher. Und jetzt Finnland bricht uns einfach. Finström könnte auch eine Fähre oder sowas sein, nicht? Die Finström. Kungsholmen. Ich meine, wir fahren die ganze Zeit südlich. Ja, die geht genau Nord-Süd. Also von daher. Das ist jetzt auch nicht verwunderlich. Ein paar Seen links, rechts, aber Finnland hat überall Seen. Das hilft auch nicht. Oh, da ist was Interessantes. Da könnte eine größere Stadt dran stehen. Petbölle Stolsby. Ich glaube, Stolsby könnte man aber kennen, oder? Stolsby. Wobei Stolsby für mich schon wieder eher dänisch klingt. Schwedisch klingt. Weil die haben hier grüne. Guck nur gerade, dass wir da uns irgendwo reingeritten haben. Raufoss. Weil es sieht halt nicht aus wie so eine krasse 4. Die haben keine 4, oder? Habt ihr eine 4? Die haben auch das Problem, dass die überlagert werden von diesen E-Nummern. Röpeweg. Okay. Petbölle. Judo. Ich mache eine Judo-Rolle. Meld aus. Vajö. Petakulla. Petbölle suchen wir aber, nicht Petakulla. Busotto, Tjöde. Guck auch mal hier am Rand, ob da manchmal vielleicht einer der Orte dabei ist.
Tiro. Kevo. Und dann sind wir wieder raus. Könges. Grüngras sehen wir aber auch nicht und Borgholm. Wir sind eigentlich in Borgholm. Da starten wir. Das muss trotzdem ja gleich links, rechts sein, nicht? Das höchsten Kilometer. Ich glaube nicht, dass wir hier großartig unten sind. Ich glaube, er fühlt sich eher wie oben an, aber... Information. Oh, haben die eine Karte? Die haben eine Karte. Aber die ist zu klein, oder? Geht eine Straße so und so. Das könnte hier die hier sein. Und wir sind ja auf der 4. Also wenn die 4 so ein Ding macht, wäre es gut. Das kann natürlich rangezoomt hier so eine Ecke sein. Hier macht die so eine Ecke. Sieht aus wie das, was wir da sehen. Und das da oben ist das hier vielleicht. Aber ich sehe keinen dieser Ortsnamen. Manikangas. Den wir hatten. Das ist auf jeden Fall Nimla. Besser als niemals. Vor allem, stellt euch mal vor, ihr würdet euer Kind niemals nennen als Vornamen. Niemals weiß das. Oder niemand. Niemand weiß das. Okay, heute nehmen wir ran, niemand. Vielleicht sind wir auch hier in so einem doofen Vorort, deswegen so eine gute Busanbindung. Hilft mir jetzt nicht so viel, wie ich gerne gehabt hätte. Karl Ersfrucht. Judo. Jetzt wieder nach Judo. Steht an dem Schild noch irgendwas? Auch nur Petbülle und Judo. Marien hier vielleicht. Gete und Marienham. Die müssen doch größer sein, wenn die so weit auseinander liegen. Gerade Marienham. Nachher ist die rote Anzeichnung, die wir sehen, gar nicht die richtige. Und die Straße ist doch in Schweden. Was ist von den Namen? Ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich hatte das aber nämlich schon mal umgedreht. Da war ich in Schweden. Und habe dann gesucht und war eigentlich in Finnland.
Nix. Wir haben die rot. Aber ich glaube nicht, dass wir, dass das Osteuropa ist bei Tallinn. Die 4 ist in Tallinn. Geht denn hier runter? Und wird dann zur E67. Kann man ja ganz kurz abchecken. Bei Marienhem sehe ich ja auch nicht. Okay. Schweden, die 4 wird es nicht sein. Also wir gucken jetzt, aber ich meine, die haben ja keine roten. Oder sind die roten von den grünen überlagert? Nee, ist die 27. Das heißt, wenn wir die 4 finden, haben wir es. Die haben auch keine eigenen Autobahnen, nicht? Die haben nur die Europastraßen. Hier sind auf jeden Fall die Vierer. Hier sind eher die Sechser. Hier ist 4-0. Die haben gar keine einstelligen, kann das sein? Doch, da unten. Ich fange mit 9 an. Ah, kleiner als 9 haben die gar nicht. 9, 11. Jetzt gucken wir hier nochmal, aber 9, 41, 36, 22, 2, 3, 4. Geht nur bis hier? Ah, die geht hier weiter. Rechts lang. Okay, E6 wird nur zur E6. Und die ist nur E136. Okay, da hört die 4 anscheinend auf. Hilft uns also auch nicht weiter. In keinem Land passt das bisher. Schöne Scheiße. Ich meine, aber wir fahren ja durch die Finnmark, nicht? Also wäre schon komisch, wenn die in Norwegen liegen würde. Wobei es wahrscheinlich auch nicht ungewöhnlich wäre, wenn die irgendwie länderübergreifend ist. Aber in Finnland sehe ich es halt nicht. 25 Kilometer ist jetzt schon eine längere Strecke. Also da hätte ich schon erwartet, dass man die auf der Karte sieht. Die 4 und die 2, da und die 50. Jetzt haben wir doch mal einen guten Anhaltspunkt. Okay. Die 2 ist aber auch eher südlich gewesen. Gut, wir fahren ja auch nach Süden. Das ist die 5.
Das ist die 13, ups. Bist du die 4? Bin ich vielleicht falsch? Nee, du bist die 9. Hä, wo geht denn die 4 weiter hier? Die 13, achso, das 13, 9, 4, 23, natürlich hat diese Straße einfach mal 18 verschiedene Namen. Ich bin die E75, ich bin die 13, nein, ich bin die 9, nein, ich bin die 4, ich bin die 23. Sag mal, wer navigiert denn bitte so? Und dann trennen die sich wieder hinten irgendwo auf. Und dann steht hier 13 durch Zufall, aber es ist natürlich auch die 4. So, die 13 ist jetzt weggegangen und wir bleiben übrig. Ich gehe es jetzt einfach ab. Ich hoffe, Marienhammer liegt halt auf der Straße. Nicht, dass die hier liegt und man erreicht es nur darüber, weil dann sehe ich es halt wieder nicht. Also irgendwo, wo die 4 und die 2 aber auch zusammenlaufen. Wo läuft denn die 2 lang? Vielleicht können wir das so entschleunigen. Die 2 läuft doch eigentlich nur hier unten. Nicht, dass das hier auch noch die 4 ist oder so. Ah, ist wirklich nur die 1. Das heißt, die 2 startet wirklich hier. Dann geht er nach links komplett drüber. In die ganz andere Richtung. Wie sollen wir denn jemals auf die 2 zusammenkommen? Haben die eine 4? Haben die Marienham? Die haben Marienham. Deswegen finde ich es nicht. Ah, deswegen ist das auch schon wieder alles so schwedisch gewesen. Och, lecko mio. Diese Kackinsel da, wie hieß die da? Oh Mann. Und die haben Finnmark? Oh, okay, da muss ich gestehen, hat mich die Finnmark echt rausgehauen. Das ist hier gar nicht eingezeichnet. Okay, die Finnmark ist hier. Boah. Und wir kommen jetzt von... Von der 2, wir fahren südlich. Södergard. Kulla. Finnby, Bornasund. Töfte. Also Edkabi. Ach nee, wir sind ja auf der 4. Genau, wir kommen jetzt hier gleich an. Und dann fahren die zusammen. Höckböhle. Möckelgras, da sind wir. Bolsterholm, da starten wir. Mann, das war eine harte Nuss. Deswegen war ich die ganze Zeit so aus Schweden aus eigentlich. Nicht auf Finnland. Ich wusste, irgendwas stimmt da wieder nicht. Aber ich habe echt diese Insel komplett vergessen. Wir starten hier an der Kirche. Haben wir hier einen Straßennamen mit Friedhof? Da dürften Straßennamen sein. Hungarden.
Wow, wäre ich vorhin in die andere Richtung gefahren, hätte ich sofort gehabt da vorne mit dem Schild. Toll. Da ist auch eine Karte. Och, leck mich doch. Also wirklich. Da fahren wir 200 Kilometer in die rechte Richtung nach Osten oder Süden. Und im Norden, 2 Meter hinterm Startpunkt, ist diese verschissene Karte und auch noch dazu da hinten, wo wir sind. Es kann's doch nicht sein. Pantanessa, Olfnessa. Ah. Wir werden dann direkt auf die 4 gekommen. Das heißt, ich bin einmal komplett durch irgendwas durchgetingelt. Okay, also wo ist die... Also wir sind direkt an der 4. Können wir nur... hier sein. Die Frage ist, dann bin ich ja hier irgendwo runtergedongelt und hier wieder hochgefahren. Oh no. Wenn ich das gleich sehe, drehe ich durch. So, aber wie heißt die Straße? Das wäre ganz cool, wenn ich das herausfinden könnte. Irgendein Straßenname. Stiegenpolku the Pass. Ich sag ja immer, ich entscheide mich für die falsche Richtung. Da haben wir einen Straßennamen. Eckerwägen. So. Mal so viele Straßen gibt's ja nicht. Engackers. Unsere geht ja ab. Da sind wir in Geta. Und das ist das hier Ackers wegen. Hier wäre die Kirche, Geta, Krypta. Da kommt man nicht weiter. Kommunalbibliothek. Das sieht ja auch aus, als ob da diese zweite Straße ist. Ackerwagen, hier. Da stehen wir. Ja. Dort und Bingo Bongo, 1,81 Meter. Und wie bin ich jetzt gefahren? Ich bin hier echt... Oh, Alter, Leute, guckt euch das bloß nicht an. Ich bin wirklich hier gestartet, bin hier runtergetingelt, einmal im Kreis, um auf die 4 zu kommen und bin dann die 4 runtergefahren und in die andere Richtung gefahren. Dabei hätte ich am Startpunkt einfach nach Norden fahren müssen und wäre direkt auf der 4 gelandet. Oh. Teuerste Runde. Und damit in die letzte Runde. Komm, jetzt gib mir Kirgisistan in der Wüste. Oh nein, Osteuropa. Oh. Das kann schwerer sein, als ich vermute. Also von daher... Frankreich vielleicht. Frankreich ist richtig übel. Gelbe Kennzeichen? Nee. Irland? Prestige Roofing? So, das sieht hier nach Bobbys aus und so. Hallo. Jersey. Ah, wir sind in Jersey. Deswegen französisch. Ja. Also heute hat die Runde aber auch echt diese kleinen Kackinseln rausgesucht, damit man sich komplett verarscht fühlt, nicht? Jersey, französisches Ding, aber gehört zu zum Commonwealth oder zum ist der Krone unterstellt, nicht? Deswegen sieht's auch noch englisch aus. Also ist ja auch irgendwie dann eher englisch, aber ist ja dichter am Frankreich dran. Also
Und runtergekommen wie Osteuropa. Genau wie eben die, wie hieß die andere Insel? Visby, glaube ich, nicht? Nee, nicht Visby. Ah, da haben wir. Gut, bei der A3 sind wir da unten. Gröi geht nach Osten, passt. Und Zl, wahrscheinlich Saint-Helen, geht in die andere Richtung. Das ist schon mal gut. Dann müssen wir jetzt hier aus dem Dorf rausfahren. Dann wissen wir, in welchem Dörfchenabschnitt wir sind. War so ein schöner Aufkleber. Bei der B37, La Rue de Beauvau, La Roque. Ich weiß nicht, ob B37 hier großartig rangeschrieben wird. Sieht nämlich nicht so aus. La Blanca, La Route, La Rue, La Rue, La Rue. Und hier ist A4 und da wäre auch schon Eville und Dingens. So, wir wissen nur, wir sind auf A3. Sehe ich irgendwo anders die B37? B28 sehe ich noch. Und hallo, Lars Kiwi. B37 sehe ich nicht. Aber schöne Häuser wieder. An der Kirche. Na gut, wir fahren aus dem Dorf raus, dann wissen wir ja, wie es heißt. Ist, glaube ich, einfacher und geht schneller. Sofern ich nicht das Schild übersehe. Oder es direkt ineinander übergeht, weil die Insel hat ja nun nicht so viel Fußballplatz. Schon wieder ein Friedhof. Es sterben hier alle gern, die Leute. Die Schilder am Rand, die kann man ganz schlecht sehen. Und die sind immer geblurrt. Was das soll? Ich meine, wenn Gesichter geblurrt sind, okay, aber offizielle Schilder. Und dann andere Sachen sind einfach nicht geblurrt. Also nach welchem Kriterium macht ihr das? Ich meine, dass hier vielleicht beim Auto was geblurrt ist, nicht? Aber da würde ich doch eher das hier als geblurrt ansehen. Als wirklich so offizielle Schilder. Jetzt geht's hier zur A4 wahrscheinlich. Das heißt, jetzt sind wir da gerade. Die A4 geht nach Süden. Die A3 geht nach Südwesten. Und die A3 geht nach Nordosten. So, ich weiß ja, ich komme aus der Straße. Dann waren wir eben hier wahrscheinlich mit der B37. Da ist auch die Kirche. Das passt doch schon ganz gut. Der Rhythmus ist halt nicht gerade der beste. Das ist wahr. Einige Algorithmen von Google sind nicht die besten. Jetzt bin ich hier. Aber ich weiß nicht mehr, wie ich vorher gefahren bin. Ich glaube, das ist hier schon die A3. Das ist hier die A3 schon. Okay. Meadow Cottage. Also ohne das Auto hätte ich wahrscheinlich jetzt ewig erstmal gesucht und wäre nicht auf Jersey gekommen. Gut, dass da Jersey Water dran steht. Ist auch kein Straßenname irgendwo. Manchmal hängen die ja so an der Hauswand unten in England. So wie da. Das könnte ein Straßenname sein.
Moulin de Basse. Okay, Moulin de Basse. Moulin à Vent. Longueville. Das wäre schon zu dicht an der Stadt. Moulin de Basse. Bas, 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 wir brauchen Bas. Und wir kommen irgendwann hier an. Hier, Rue de Moulin de Bas. Okay, dann sind wir hier. Und dann kommen wir da auf die A3. So, jetzt ist die Frage, wo sind wir genau? Also, wir fahren nach Nordosten. Nee, das war die falsche Richtung, nicht? Ja, okay. Nee, hier bin ich nicht lang gefahren. Wir fahren nach Südwesten. Durch eine sehr hübsche Gegend zumindest. Und kommen auf eine Straße. Und das ist die Moulin de Basse. Okay. Das ist gut. Das heißt, irgendwo aus der hier kommen wir und dann sind wir jetzt gerade wahrscheinlich hier. Aber ich habe die zweite abgehende Straße gar nicht gesehen, die La bla bla bla. Das ist hier. Okay, und wir kommen irgendwo von hier. Westlich, westlich. Und da ist schon die Straße. Okay, also wir sind irgendwo hier. Da ist ein Häuschen und ansonsten nix. Die Einfahrt werden wir nicht sehen. Das könnte man sehen. Das wird das Ding sein. Wenn wir straight nach Norden gucken, sehen wir das Haus. Nee, die sind nicht eingezeichnet. Im Süden sehen wir nichts. Die Straße macht einen kleinen Bogen. Es ist egal, ob wir einen Punkt verlieren oder nicht. 5,43 Meter. Dann, wir hatten einen Startpunkt, der nicht richtig gesetzt war. Und damit haben wir die Final Results. 29.999 Punkte leider nur. Wir haben gebraucht 12 Minuten in Dänemark, 8 Minuten in Nigeria, 4 Minuten, 5 Minuten in Deutschland, 44 Minuten in Åland. Åland hieß die Insel. Oh, die hat mich gebrochen, weil ich einfach nicht gesehen habe, dass ich auf Åland bin, sonst hätte ich es innerhalb von 3 Minuten geschafft. Und wäre ich nach Norden anstatt nach Süden gefahren, hätten wir es auch in 3 Minuten geschafft, weil dann wäre ich direkt auf die 4 nach Åland gedingst. Nach, ja, super. Und dann waren wir in Jersey 9 Minuten. Insgesamt 79 Minuten, finde ich stark. Und ich würde sagen, auf zur nächsten Aufnahme. Wir sehen uns.